Letztens, Juhoring Mutsimabuse, 36, erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Evgeny Fotsenjuk und steht dabei immer noch auf der Showbühne. Dass sich dabei der Körper einer Frau verändert, ist völlig klar. Stolz präsentiert die werdende Mutter das stetig wachsende Babybäuchlein. Kaum zu glauben, die Tänzerin wird wegen ihres Körpers angegangen. Das will sie Mabuse nicht weiter bieten lassen. Gleich vier Bilder hat sie auf Instagram hochgeladen und einen bewegenden Text in die Bildunterschrift geschrieben. Die werdende Mama ist aufgewühlt und möchte eines klarstellen: sie möchte keine negativen Menschen in ihrem Umfeld, denn sie ist glücklich und zufrieden mit sich selbst. Vor allem das Thema Bodysharming spricht die 36-Jährige an. Es ist schade und sehr traurig, dass es Bodysharming in einer Schwangerschaft überhaupt gibt, schreibt sie. Sie spricht vor allem die Medien an, die ihre Figur in der Schwangerschaft kritisiert haben. Alle Frauen sind unterschiedlich und reagieren auch anders auf eine Schwangerschaft. Frauen fühlen sich unter Druck gesetzt, weil sich die Figur verändert und das natürlich auch psychisch belastet. Heißt es weiter, sie schreibt, dass sie gesund ist und darauf hört, was ihre Ärzte sagen. Mutsimabuse ist glücklich und schaut freudig in ihre Zukunft.